Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von eurem Dragon Ball Fan 91. Meine Freunde, es ist endlich da. Seit letztem Freitag, den 19.06. Das neue Display vom Dragon Ball Card Game Wild Resurgence ist endlich offiziell auf dem Markt. Viele haben das schon letzten Donnerstag, Freitag bekommen. Meins kam leider erst heute an, deswegen kommt auch das Video erst heute hoch. Auf jeden Fall bin ich übertrieben geil drauf, dieses Display zu öffnen. Es hat so viele geile neue Karten, die Artworks sind der Hammer. Plus natürlich das, worauf jeder scharf ist, ist die God Rare. Und ich werde jetzt auf jeden Fall in diesem Video ein Display öffnen, ein bisschen über die Karten reden und du, genau. Du wirst die große Ehre haben, meinen Triumph mitzuerleben, aber nur für kurze Zeit, denn du wirst nicht mehr lange leben. Nein, so krass wird es bestimmt nicht. Ich würde mich über eine Secret Rare übertrieben freuen. Über die God Rare würde ich natürlich, Alter, ich würde da richtig ausrasten. Aber seien wir mal ehrlich, die God Rare zu ziehen, das ist einfach wirklich, da braucht man so viel Glück. Wobei man sagen muss, das Wetter ist schön, wir sind hyped auf das Set. Warum sollen wir nicht jetzt noch ein bisschen Glück haben und die God Rare ziehen? Ich hoffe, auch du gönnst dir das Display und bist bei diesem Video hier mit Tatendrang dabei. Ich habe richtig Bock hier, mehr als nur ein Display zu öffnen. PS, in diesem Opening gibt es eine neue Matte, die wirst du gleich sehen, die hat mein Bro für mich konstruiert. Auf jeden Fall, liebe Grüße an dich, mein Bro. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, es hat sehr viele Stunden gedauert. Es ist an dem One Piece und Dragon Ball Anime. Er hat sich halt davon inspirieren lassen, und weil ich ja auch One Piece und Dragon Ball Card Game öffne, passt das so perfekt zu dem Channel. Das heißt, meine Freunde, wir haben ein neues Set, eine neue Matte, wir sind top motiviert. Lasst uns in das Display reingehen. So, jetzt sind wir endlich beim Opening angekommen. Das Intro ist vorbei. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie meine neue Playmate aussieht. Also hier auf der rechten Seite haben wir erstmal hier mein Logo. Dann haben wir hier den God of Destruction. Hier sehr schön im Manga-Style, meine Freunde. Sehr tolle Szenen aus dem Dragon Ball Manga und Anime natürlich. Und auf der linken Seite haben wir niemand Geringeres als den zukünftigen König der Piraten, wie es hier auch so schön steht. Alter, das sieht so krank geil aus, oder Freunde? Seid mal ehrlich, das sieht doch ultra heftig aus. So, da stellen wir die Cam nochmal hin. Schön nach unten orientiert. Boah. Also das sieht doch geil aus, Freunde. Das sieht doch geil aus. Auf jeden Fall hier. Hier ist es, meine Freunde, das, worauf wir so lange gewartet haben. Die dritte God Rare. Mein Display ist ein bisschen abgefuckt hier, ein bisschen sehr, hat ein bisschen was beim Versand mitgemacht. Wir können hier sehen, wir haben wie immer 292 Karten, 18 Super Rares, 14 Special Rares, 3 Secret Rares und hier auf das kommt es an, eine God Rare. Das ist hier einmal Megi Kabura, Golden Freezer und Garlic Junior in seinem Prime Form. Ja, das war ein toller Film, kann man nichts sagen. Auf jeden Fall, wir wissen ja alle, Garlic Junior ist ja auch vertreten. Wir haben sehr tolle Special Rares und von ihm. Hier vorne haben wir natürlich eines der Favorites, Z-Fights von Dragon Ball Z. Cell gegen Son Gohan. Das ist wahrscheinlich auch Son Gohans bester Fight allgemein gewesen. So, wir haben genug geredet, meine Freunde. Wir haben hier, wie gesagt, 3 Secret Rares. Ich würde mich natürlich über eine sehr freuen. An dritter Stelle würde ich mich über Megi Kabura freuen, dessen Wert auch schon gerade bei 50 Euro ist, weil der einfach wahrscheinlich sehr oft vorkommt und höchstens für Leute, die ihn bespielen, das heißt für Decks sehr interessant ist. Viele Fans hatten Megi Kabura nicht. Dann haben wir zum ersten Mal eine Shenlong-Karte hier als Secret Rare. Darüber würde ich mich sehr freuen, weil das eine sehr schöne goldene Karte ist. Und natürlich über die Son Goku Secret Rare mit Meister Kaio. Das sieht schon übertrieben nice aus. Die würde ich sehr gerne in den Händen halten und natürlich auch selber ziehen. Die God Rare, nice. Einfach nice. Also braucht man nicht viel darüber zu reden. Ganz kurz, wir haben wie immer einen Boxhopper. Das könnte eine Super oder eine Special Rare sein. Hier haben wir unten das stehen. Dann erwarten uns hier noch 5 SRs und 2 Special Rares mindestens. Also, unser Boxtopper ist auf jeden Fall wie immer bei meinem Glück, meine Freunde. Wir fangen an mit einer SR, aber eine wunderschöne SR, meine Freunde. Wir haben Cell und die Cell Juniors im Hintergrund, die nach vorne kommen. Auf jeden Fall ultra nice, wunderschöne Karte. Kann ich mit leben. Das heißt, in diesem Set werde ich höchstwahrscheinlich, wenn alles normal läuft, 2 Special Rares und 6 SRs haben. Außer ich habe Glück, ne? Oh Mann, was für ein Idiot.
So, jetzt schauen wir uns mal an. Das Booster Artwork haben wir hier. Erstmal ein Son Goku von Dragon Ball Z. Richtig geil, Alter. Der junge Son Goku, der noch dabei ist, seinen Körper aufzubauen und keine 20 Transformationen drauf hat. So, das erste Video wird immer ein bisschen länger, meine Freunde. Ihr wisst, man ist noch komplett im Hype drin. Und ja, dann nehme ich hier auf die Vegeta-Seite noch natürlich meine Lieblingsfigur, meine allererste Figur, die ich mir jemals gekauft hatte, als kleinen Glücksbringer. Also, los geht's ins Opening. Mal schauen, was erwartet uns hier hinter dem ersten Booster. Bei schönen Artworks werde ich kurz anhalten und kurz darüber was sagen. Wir haben Ginger als unsere allererste Holo und dahinter, Mann, wir gehen gleich rein mit einer SR. Alter, Junge, das ist was, das für eine geile SR von Freezer. The Return of the Army of Terror. Aber Alter, das schöne Goldfoiling hier auch über seine Soldaten. Ich schwöre, ich stehe auf diese Karten. Also hätte ich wirklich einen sechsstelligen Lohn monatlich, ich würde mir auch sogar die Resin-Statue von diesen No-Names hier nehmen. Alter, wir gehen gleich rein mit einer SR und das ist eine wunderschöne SR. Man merkt zum Beispiel hier gleich vom Stile her, Cell und seine Untergebenen hinter ihm, Freezer und seine Untergebenen hinter ihm. Wahrscheinlich hat man versucht, hier so einen roten Faden zu machen dadurch. Cool, auf jeden Fall gefällt mir alle. Wir gehen gleich rein mit einer SR. Dann haben wir hier einen Booster von Golden Freezer, meine Freunde. Für mich ist dieses Set nach Realm of the Gods das allererste Set, worauf ich wirklich übertrieben gehypt bin seit langem. So, die andere, ich bin immer gehypt, aber auf das hier bin ich übertrieben gehypt. Wir haben die erste Goku God Rare. Das wird auf jeden Fall nice. Dann haben wir hier eine Super Saiyan Son Gohan Showing the Results of Training Karte als Holo. Und dahinter haben wir Super Saiyan God Trunks. Noch nichts Großes. Haben wir nochmal Son Goku Booster Artwork. So, Booster Nummer 3. Also, wir sind richtig geil reingestartet auf jeden Fall. Mal gucken, welche Special Rares und andere Karten uns erwartet. Ah ja, das ist auf jeden Fall das Booster Artwork. So, mal gucken. Piccolo, Supreme Kai of Time, Krillin, Vegeta, Bulma, Garlic Junior, Sorbet. Wir haben Cell, Saiyan Absorption. Eine schöne Holo-Karte. Und dahinter haben wir Back-to-Back Cell. Saiyan Absorption, okay. So, das dritte Booster Artwork ist auf jeden Fall ein sehr wütender Buu, der den Z-Fightern auf jeden Fall im Kampf gegen Kid Buu sehr geholfen hat, meine Freunde. Also, ich versuche das Video echt kurz zu halten, aber das fällt mir schwer einfach bei einem neuen Set. Wir haben Pan, Krillin, Herkul, Ginger Town, Garlic Junior. Oh, wir haben eine Z-Awaken-Karte von Baby als Wehraffe, meine Freunde. Und dahinter haben wir Son Goku Daily Training. Oh, eine schöne Z-Awaken-Karte. Also, danach haben wir auch das vierte Booster-Artwork von Cell endlich. So, mal gucken, was uns hier erwartet. So, und wir haben wieder Preparing Plant von Cell. Wir haben Android 17 als eine Holo-Karte. Nichts großartig Besonderes. Und dahinter die erste Special Rare, meine Freunde. Yes, die wollte ich unbedingt haben. Super Saiyan Blue Son Goku und Super Saiyan Blue Vegeta Rivalry. Alter, wunderschöne Karte, wunderschöne Karte. Tolles Goldfoiling hier. Kann man auch schön an den Klamotten sehen. Alter, echt eine tolle Karte. Die Rivalen und irgendwie auch Freunde schlechthin. Sehr schöne Karte, meine Freunde. Sehr schöne Karte. So, Vegeta hat auf jeden Fall schon mal Glück gebracht. Hier ist das vierte Booster-Artwork. Wir haben eine Cell, dessen Schwanz hier abgebildet ist, wie er gerade dabei ist, jemanden zu absorbieren. Auf jeden Fall 3 von 4 Booster-Artworks sind Dragon Ball Z gewidmet. Ja, Dragon Ball Z hat halt einfach die meisten Fans. Dragon Ball Super ist nicht bei jedem sehr beliebt oder haben auch nicht alle gesehen. Deswegen finde ich schön, wirklich, das Set hat einiges richtig gemacht. Auch hier auf dem Display an sich ist ja Son Gohan und Cell drauf zu sehen. Dann haben wir hier Shroom von Super Dragon Ball Heroes und dahinter haben wir nichts. So, eine Holo-Karte von Shroom war das. Okay. Wir machen schnell weiter. Wir wollen nicht zu viel Zeit verlieren, meine Freunde. Ich bin auch so krank hyped, ey. Ich bin so krank hyped. PS, falls jemand bei Community Openings mitmachen will, gerne schreiben.
einfach schreiben auf Instagram, hey, wie sieht's aus, wie funktioniert das, ich erkläre euch das sehr gerne. Und dann seid ihr auch dabei, habt ein eigenes Video auf meinem Kanal. So, Galligunio, Child or Evil. Ja, und dahinter, oh, ich hatte seinen Mann, ja. Einer seiner Anhänger. Ich habe irgendwie das Gefühl, gerade kommt was ganz Geiles auf uns zu. Und ich hatte auch das Gefühl, dass diesmal die Dragon Ball Card Game Company uns hier, oder Bandai uns hier ein bisschen verarschen will. Und ein Garlic Junior als Godrare machen will. Also das, wir haben ja als allererstes hier Garlic Junior immer angezeigt gehabt. Dann dachte ich echt, ey, diese Runde wird es Garlic Junior, glaube ich. Aber zum Glück nicht. Son Goku Daily Training. Dahinter nichts. Uns erwarten Hits alle, wenn ich hier die Godrare CD Gala, holy shit, die gehe. Aber ich wäre natürlich mit einer Secret Rare schon sehr zufrieden. So, oder vielleicht mal ein Godpack, wäre auch mal wieder Abwechslung. Ne? Gibt hier einige Karten, die ich auf jeden Fall noch als Holo haben will. So, wir haben hier Mr. Wu in Disguise. Okay, ich weiß leider nicht, was Disguise heißt, aber auf jeden Fall, das war so witzig, Alter, wo der sein Gesicht einfach geändert hat. Und dahinter die nächste Super Rare. Es ist Uub, Body Resistance. Alter, nice. Uub auf jeden Fall ein Charakter, wo ich mich frage, warum der in Dragon Ball Super nie keine Aufmerksamkeit. Schade eigentlich, wirklich schade um ihn. In Dragon Ball GT wurde sein Potenzial mehr oder weniger ja halbwegs genutzt. Er wurde von Son Goku trainiert, aber es wurde halt nicht weitergemacht. Ja, schade. Mal gucken, was uns hier erwartet. So. Auf jeden Fall war das eine sehr witzige Holokarte, die wir gerade hatten. Und unsere Awaken Holokarte ist Freezer, meine Freunde. Das ist eine wunderschöne Karte. Die hat hier, glaube ich, eine Printline mittendurch. Oh, scheiße. Das kann man hier sehen, gell, Freunde? Oh, warum nur? Das heißt, wenn wir was Geiles ziehen, müssen wir erstmal auf Check auf Printlines machen. Hm. Warum haben wir nur so untätige Mitarbeiter an den Band, wenn die Karten produziert werden und achten nicht drauf, ob sie Printlines haben oder nicht? Da muss doch mal jemand dahinter stehen und das genauer kontrollieren. Bin ich der Einzige, der so denkt. So, wir haben noch eine Freezer-Holokarte, Waiting to See. Naja, der sieht mir nicht gerade aus, als ob er wartet, meine Freunde. Und dahinter eine normale Baby. So, auf jetzt. Wir wollen geile Hits, Freunde. So, eine schöne Wishcard von Garlic Junior. Hier oben, hier unten und darüber gleich mal Shenlong. Hier als Holo, wäre nicht schlecht. So. Wo sind die Hitsmois? Oh ja, die wollte ich ebenfalls als Holo. So eine schlichte, saubere Karte, aber auch hier die Printline sehr deutlich, eindeutig zu erkennen. Hypnotic Time Chamber und dahinter! Yes, die nächste Special Rare, meine Freunde! Baby Bitter Revenge on Saiyans! Oh, Alter. Das sieht geil aus. Baby Vegeta, die nächste Special Rare, auf jeden Fall nice. Meine Special Rares beinhalten Vegeta, das heißt auf jeden Fall hier zwar nur teilweise der Körper, aber ja, geile, wunderschöne Karte. Immerhin hat die keine Printline, die für mich ersichtlich ist. Okay, das heißt, bei den Special Rares und SRs könnte ich glücklicherweise, wenn noch was Krasses kommt, Glück haben. So, die beiden Special Rares sind schon da, das heißt, die SRs müssen noch kommen. So, und das gibt uns natürlich Platz auch für eine Secret Rare. Wir haben Ox King und dahinter die nächste SR, meine Freunde, Garlic Junior. Ja, wir haben es gesagt. Eternal Life. Nice. Schöne SR-Karte von Garlic Junior. So, mal gucken, was noch kommt. Wir haben auf jeden Fall noch einige SR-Karten, auf die wir richtig gespannt sein können, ob die kommen. Goku SR-Karten wären natürlich übertrieben nice, wenn wir noch ein, zwei davon bekommen. So, mal gucken, was kommt. Wir haben noch eine Vegeta Waiting to See. Da, so sieht einer aus, der wartet und beobachtet. Als eine Holo-Karte und dahinter haben wir Android 16, Mois. Android 16. Wir sind ungefähr bei der Hälfte angekommen, glaube ich. Und haben schon sehr früh unsere Special Rares gezogen. So, Mr. Buu, Son Goku, Cell, Son Gohan, Vegeta, Raum von Geist und Zeit, Krillin, Son Goku, Cell, Buu und Son Goku. Was erwartet uns? Dahinter haben wir Cell als eine normale Karte. So, oh Mann, ich habe so viel Bulk, Freunde, Alter, ich weiß schon gar nicht mehr, wohin mit dem ganzen Zeug.
Aber das geht wahrscheinlich den meisten so. So, es gibt ja Leute, die sich den Bulk kaufen und dann irgendwie nicht so viel dafür zahlen, dann daraus auch noch irgendwie Geld machen, wirklich keine Ahnung, wie die das machen. So, ja, mal gucken, was haben wir hier? Wir haben hier Bulma, die auf jeden Fall einen anschaut wie eine Hexe. Sei vorsichtig, pass auf, was du sagst. Und dahinter haben wir Son Goku, der sie dann rettet. So, was erwartet uns noch? Was erwartet uns noch? Jetzt haben wir schon zwei, drei Booster wieder keinen Hit gehabt. Jetzt könnte es langsam wieder kommen. Also, gucken, was jetzt rauskommt, meine Freunde. Es ist Freezer Limitless Raw Power. Ja, da ist er richtig froh im Gesicht, dass er da jemanden quält wahrscheinlich. Und dahinter Dark King Megikabura. Nicht mehr viele, Freunde. Nicht mehr viele und ein paar Hits erwarten uns noch. Lüge! So, oh, die würde ich gerne als Holo haben, meine Freunde. Das sieht krank geil aus. Up. So, Pan. Bulma. Bulma. Wir haben Piccolo. Planeful Strength. Und dahinter verbirgt sich, yes, meine Freunde, Super Saiyan Son Goku und Super Saiyan Son Gohan. Vater, Son. Was steht da? Solitary. Nice! Schöne SR-Karte, die wollte ich auch unbedingt haben. Sehr schöne Karte, eine ikonische Szene, die auf jeden Fall es verdient hat, in diesem Set dabei zu sein. Nice, nice, nice. So, was erwartet uns noch? Das Video ist schon wieder mal viel zu lang, Freunde. Aber es tut mir leid, es geht nicht schneller. Super Saiyan Son Goku und dahinter So. Ich glaube, uns erwartet noch eine oder zwei SR-Karten. Das heißt, wir haben noch genug Booster für einen Big, Big, Big Hit, meine Freunde. So. Mal gucken, vielleicht kommt ja hier eine Super Saiyan Son Goku wieder als eine Holo-Karte. Und dahinter nochmal Super Saiyan Son Goku, die ich gerade als Holo hatte. Was erwartet uns hier? Wir haben eine Up-Holo-Karte und dahinter wieder nichts. Okay, wir haben jetzt nur noch drei Booster. Dann wird es hier doch ein bisschen knapper, als ich gedacht habe. Und es sieht so aus, als ob wir hier leer ausgehen. Wir machen gleich mal die Hälfte weg, damit es schneller geht. So, wir haben hier Garlic Juniors Ambition. Und dahinter, oh, eine Beerus SR-Karte. Eine sehr süße Karte von Beerus, wie er SR ist. Erinnert mich eher so an den älteren Style der SR-Karten, Rare-Karten, um ehrlich zu sein. Deswegen für mich keine besondere Karte. So, vorletztes Booster, meine Freunde. Jetzt haben wir alle Hits. Das heißt, wir haben jetzt zwei Booster Zeit. Und auf die Secret oder God Rare zu hoffen. So, Hälfte weg. Gucken wir mal schnell, was noch hier rauskommt. Also, wir haben noch eine Super Saiyan Son Goku Holo Karte. Das hatten wir schon die ganze Zeit. Dahinter nichts. Und letztes Booster. Dann wissen wir auch, dass wir leer ausgegangen sind, Mois. Im letzten Booster, was erwartet uns? Was erwartet uns? So, ich mache jetzt hier mal alles weg. Wir haben eine Super Saiyan Trunks Holo-Karte und nichts, Freunde. Ja, Freunde, wir haben stark angefangen. Wir haben wirklich sehr stark angefangen. Der Glücksbringer Vegeta hat wie immer mal nichts gebracht. Keine Secret Rare gezogen, aber gut, was soll's. Man kann nicht immer Glück haben oder wenn man wie ich ist, kann man nie Glück haben, ne? Lang keine Secret Rare gezogen. Okay, auf jeden Fall, das war eh nicht das letzte Display, was ich hier geöffnet habe. Da kommt einiges noch auf euch zu, aber die meisten werde ich privat abmachen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, gehe ich die Dragon Balls suchen und wünsche mir, dass du immer Pech hast im Leben, meine Freunde. Dann hoffe ich, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Das war euer Dragon Ball.